Willkommen zusammen zu einer neuen Episode vom Car Mechanic Simulator 2018. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich muss euch jetzt erstmal zeigen, was ich getan habe. Nämlich das Ersatzteillager aufgeräumt, also beziehungsweise war es nur ein Klick, einmal Sell All, kein Problem, alles weg. Das habt ihr mir als Tipp auf den Weg gegeben und noch vieles weitere, vielen, vielen Dank für euer Feedback. Es gibt jetzt wieder weitere Folgen und wir werden einfach mal in unsere Auftragsliste schauen. Da ist wieder einiges dabei. Kampagnenauftrag wäre mal nicht schlecht, da haben wir ganz oben direkt einen. Wollen wir den nehmen? Ja, den nehmen wir. Ich habe dieses Fahrzeug von einem Bekannten erworben, der schnell an Geld kommen musste. Er versicherte mir, dass das Auto fahrtauglich ist, aber irgendwie schwenkt es immer nach rechts. Und dann noch immer, dann noch dieser komische Geruch wie Champignons. Alles klar. Soweit ich mich erinnern kann, arbeitet er im Büro und ist kein Händler. Naja, können Sie prüfen, was da los ist und das Auto reparieren? Ich denke schon, lass mal schauen. Da schauen wir noch gerne nach. Es kommen sehr viele Updates zu diesem Spiel raus, das muss ich wirklich sagen. Und das freut mich auch. Das freut mich wirklich, dass hieran so tatkräftig gearbeitet wird. Es werden neue Features eingereicht und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr cool. Bauteile wurden nicht gefunden. Da habt ihr mir auch vorgeschlagen, warum machst du nicht einfach eine Probefahrt? Das können wir gerne machen. Wo kann ich das am besten? Auto bewegen, vielleicht dann. Ne, Parkplatz, Diagnosefahrt, Hebel. Ne. Wo kann ich das denn wohl machen? Da kann ich das nicht machen. Wo kann ich das? Ihr habt mir das gesagt. Montagemodus, Auto bewegen, Notizen, Tab. Nee, hä? Wo kann ich die? Ich hab's auch mal gesehen. Wo konnte ich nochmal eine Probefahrt machen? Warte, warte, warte. Ging das nicht? Hier. Ging das nicht hier? Haupttor und dann Teststrecke. Genau, lass mal das. Genau, das machen wir jetzt. Das machen wir. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Also, beziehungsweise haben wir es nur einmal bisher gemacht. Muss man auch sagen. Okay. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Los geht's. Diese Karre hier. Die ist ja echt lahm. Erstmal beschleunigen. Und wir sparen also so ein bisschen Zeit vielleicht auch. Deswegen wäre es ganz cool. Ich möchte möglichst sauber fahren. Ob wir das hinbekommen, ist eine andere Sache. Aber ich probiere es einfach mal. So, Slalom haben wir auch. Und ob uns natürlich alle Teile dann angezeigt werden. Da bin ich auch gespannt. So, jetzt Aufhängung. Ah, die Teststrecke ist ziemlich gleich aufgebaut. Also, es ist wahrscheinlich die gleiche, ja. So, einmal hier rüberfahren. Jo, das haben wir auch. Ich gebe jetzt bewusst nicht Vollgas, weil das wäre ein bisschen übertrieben. Oh, das war schon übers Grüne. So. Kein Problem. Stopp, bremsen, jawohl. Und dann gucken wir mal, ob wir alles gefunden haben oder ob wir noch weiter schauen müssen. Ist immer so eine Sache. Ja, wenn das funktioniert hat, kann ich mir das schon öfters vorstellen. Ist auch natürlich auch ein bisschen abwechslungsreich. Vielleicht kann man auch mal sagen, dass wir wirklich per Hand prüfen. Mal schauen, wie wir das da machen. So. Ladebildschirm müssen wir natürlich überstehen. Sollte aber auch klappen. Dann geht die Musik weiter. Ja, okay. Sechs Teile müssen wir. Okay, Spurstange, Spurstangenkopf, Spurstange, Starre, hintere. Okay, jo, gut, dann schließen wir das Ganze. Dann würde ich direkt vorschlagen, das war das transportieren und dann auf Hebebühne A. Was ist denn, wenn ich die Autos zum Parkplatz bringe? Was bringt mir das? Also, oder kann ich das gar nicht? Das ist noch so eine Frage, die offen bei mir steht. Genau, hier müssen wir ran. Okay. Ich glaube, das müssen wir dann hochpumpen, ne? Genau, pumpen wir das erstmal hoch, dass wir da rankommen. Weil das ist auch ganz schön rostig schon, ne? Das muss man auch sagen. Machen wir noch einen hoch. So. 100%ig.
Einmal bitte noch einen Prüfungsmodus. Genau, da müssen wir ran. Okay, dankeschön. So, da müsste ich ran. Ja, dann müssen wir das Rad, genau, das Rad müssen wir wieder abmachen. Ich habe mal den Sender gewechselt. Ich hoffe, die Musik ist weiter in Ordnung. Ist ein bisschen abwechslungsreicher, dachte ich mir. Können wir mal machen. Na. Immer wieder die gleichen Fehler. So. Können wir das jetzt auch schon so abmachen? Das sieht doch... Moment. Müssen wir die auch? Was war jetzt Sache... Konnte ich jetzt nochmal einmal Diagnosemodus? Ah, da sehe ich es gar nicht. Aber wenn ich die jetzt einmal. Kein Nachteil der Mund. Okay. Zustand. Ach, guck mal, ich habe einige Bauteile nicht gefunden. Hui. Okay, dann müssen wir nochmal. Ich dachte, ich hätte dadurch alles jetzt gefunden, aber wenn das so ist, dann ist das so. Dann lass mich noch einmal in den Prüfungsmodus. Genau. Hier sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Müssen wir da einmal nochmal, okay. Ja. Vielleicht können wir das auch jetzt schon öffnen, ich weiß nicht. Jo, können wir auch schon. Aber was können wir vorstellen, dass die Zahnstange... Ja, das müssen wir dann wahrscheinlich Querlenker auch. Wenn das so rostig aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit 20%. Ja, genau. Da müssen wir ran. Da müssen wir den auch wahrscheinlich abnehmen. Wie es so ausschaut. Ja. Das ist natürlich jetzt so. Ah, was müssen wir da? Moment. Und einmal da noch. Was fehlt jetzt hin? Ach, vorne auch noch. Natürlich, macht Sinn. Das macht Sinn. Mal ein bisschen rauszoomen wollte ich. Ist das möglich? Ich muss nämlich einmal zu dem anderen Teil da hinten hin. Da, genau. So. Ja, da haben wir schon vieles gefunden. Nicht alles, aber vieles. So, ich kann ja auch einmal den Diagnosemodus. Wie viel Prozent hat das? Ah, ich dachte, das wird mir jetzt direkt angezeigt. Okay. Das hier, Bremssattel, keine Ahnung, keine Ahnung, Leute. Wenn ich jetzt hier mal von hinten gucke, einmal bitte in den Prüfungsmodus, Leute, ja, das hier sieht's auch, okay, da auch, ja, dann müssen wir einmal da Hand anlegen noch, so. Ist einfach so ein bisschen gedudelt im Hintergrund, die Musik. Also, man soll mich natürlich immer noch ein bisschen hören. Deswegen hatte ich die auch wieder ein bisschen leiser gestellt. Ah, genau. Ich glaube, die Schrauben waren auch defekt, ne? Oder was war da los? Das ist blöd ein bisschen, dass man nicht direkt im Prüfungsmodus ran kann. Das heißt, ich muss jetzt wieder einmal rausgucken. Habe ich jetzt hier alles? Jo, sieht gut aus. Hier müssen wir noch ran. Zack. Nein, ich wollte da ran. So. Dann schauen wir mal.
Nee, noch nicht. Müssen wir noch mal ran. Ah, genau. Jetzt habe ich es. Jetzt müssten wir es haben. Das ist gelb. So, jetzt schaue ich an meinen Zustand des Fahrzeugs. Aber noch nicht alles gefunden. Okay. Hui noch. Oh, da fehlen noch viele Teile. Boah, die Musik macht mich echt kirre. Lass mal die Musik wechseln. So. Wo fehlt jetzt noch was? Das hier, die Karosserie vielleicht. Machen wir das mal. 14%, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Bremsscheibe, ja. Ja. Das sieht doch hier ganz gut aus. Würde ich sagen. Ist alles so einfach rostig, ne, kann man sagen. Ah, hier würde ich noch vielleicht die Rad. Das sah noch gut aus. Oder habt ihr vielleicht sogar einen besseren Tipp, wie man das prüfen kann? Was kaputt ist und was nicht und so weiter und so fort. Ja. Ist jetzt die Frage. Bauteile wurden nicht gefunden. Zwei sind es tatsächlich. Zwei Teile. Aber was für welche ist die Frage? Andere Seite. Ich könnte mir vorstellen, dass es vorne noch ist. Dass nach vorne irgendwas sitzt hier. Da. Nee, auch nicht. Einfach mal abmachen. Aber es gibt ja auch den sogenannten Diagnose. Werkzeuge habe ich noch nicht freigeschaltet. Und zwar Diagnosemodus. Das ist jetzt gelb. Oder im Motor. Was haben wir? Ah, was ist denn mit hier? Ich fahre mal runter die Karre. Heide Maria oder was auch immer. ist echt gar nicht mal so leicht, wie ich finde. Das sieht halt gar nicht mal so cool aus. Ja, lass uns einmal die Teile austauschen. Aber das bringt nichts, wenn wir dann nochmal da ran müssen. Ja, vielleicht habt ihr noch eine Idee. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann ja jetzt schon mal... Ach, Tablet habe ich noch nicht freigeschaltet. Kann ich das denn mittlerweile machen? Ich schau mal was nach. Wie es mit Upgraden aussieht. Ne, ich kann momentan nicht, wie es aussieht. Ne. Das gibt's doch nicht. Ja, ich werde noch mal ein bisschen weiter schauen und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen.
ist halt immer so eine Sache, man muss erstmal die Teile finden. Ich dachte jetzt, durch das Fahren hätten wir sozusagen schon einen ganzen Teil gefunden, was defekt ist. Aber das scheint wohl nicht so zu sein. Schreibt, wie gesagt, gerne, sehr gerne sogar Feedback in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat, was man besser machen kann und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.